Caro Robbins hat sich eine ganz spezielle Stelle für ihr neues Tattoo ausgesucht. Die Frau von Andreas Robbins spricht ganz offen über ihre körperlichen Veränderungen sowie Beauty-Eingriffe. Erst im Februar haben die Goodbye Deutschland Bekanntheiten in Sachen Schönheit beim Beauty-Doc nachhelfen lassen. Doch jetzt hieß es für Caro, Tätowierer statt Schönheitschirurg. Doch für ihren neuen Körperschmuck wählte sie eine ganz ungewöhnliche Stelle. Auf Instagram präsentierte Caro jetzt ihr neues Tattoo. Es zeigt einen Hund namens Bully, den die TV-Bekanntheit mal kurzzeitig aus dem Tierheim bei sich aufgenommen hatte. Tattoo-Liebhaber wissen, sich die Achseln tätowieren zu lassen, kann besonders schmerzhaft sein, so empfand es auch Caro. Wir hatten leichte Bedenken, ob ich es durchhalte, aber Tattoos müssen halt schmerzen, meinte die Wahlmajorkingerin. Ihre Follower reagierten gemischt auf den neuen Körperschmuck. Hut ab, es ist richtig gut geworden und heftiges Tattoo, sieht saugut aus, freuten sich Fans mit der Auswanderin mit. Andere fanden das Tattoo jedoch eher nicht gelungen. Und wenn du dich nicht rasierst, hast du einen Pudel, witzelte außerdem ein Follower in der Kommentarspalte.